Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und zu unserem letzten Morgen in Los Angeles. Letztes Mal frühstücken. Letztes Mal frühstücken. Wir gehen jetzt auch gerade zum Frühstück. Es ist jetzt 20 nach 8. Wir sind so seit kurz vor 7 oder so. Halb 7, glaube ich. Kann auch sein. Ja, ich war auch dann davor die ganze Zeit immer nur noch so am Dösen. Aber ich glaube um halb oder um 7, kurz vor 7 bin ich so dann richtig aufgestanden. Ja, und um 11 checken wir aus. Oh ja, tatsächlich. Es war alles noch nass, aber die Sonne scheint jetzt. Und dann, ja heute, wo wir es nicht brauchen, aber egal. Wir haben die Tage trotzdem ja gut genutzt, eigentlich. Genau, und dann geht es gleich nach Las Vegas. Und jetzt letztes Mal zum Frühstück. So, letztes Mal hier frühstücken. Clara ist jetzt gerade da und holt sich etwas. Und nicht gesund. Das war's eigentlich. Wow. So Leute, wir verabschieden uns jetzt von LA und von diesem Hotelzimmer. Und ich habe euch das ja noch gar nicht gezeigt, also falls es euch interessiert. Es ist zwar voll dunkel, aber das war unser Zimmer. Also wir hatten hier ein Bett, ein Tisch, ein Sessel, Nachttisch und so. Eine Laura, ein Fernseher, Kühlschrank, Mikrowelle, hier steht unser ganzer Müll. In der ersten Nacht ging einfach dieser scheiß Wecker an. Boah ja, das war richtig ätzend. Und das war unser Bad, also ist echt voll in Ordnung gewesen. Ja, total. Ja, voll. Das kann ich noch anlassen. So, genau. Ja, war alles in Ordnung. Und jetzt verabschieden wir uns und machen uns auf den Roadtrip-Weg. Yeah. So, wir sind jetzt unterwegs. Wir haben getankt. Es stellte sich doch als eine kleine Herausforderung raus. Aber wir haben es gemeistert. Weißt du, was damals bei uns das Problem war? Was denn? Wir haben das halt auch an diesem Schalter versucht zu tanken. Und da ging das nicht so wie bei uns. Und dann wollten wir halt auch drinnen zahlen. Aber drin war halt einfach keiner. Da war niemand in dieser Tankstelle. Ja, okay. Also die war halt, glaube ich, auch zu. Da war halt nur so wie so ein Kiosk. Ja. So ein Schalter. Und da war halt niemand. Und dann wussten wir halt nicht, was wir machen sollten. Ja, dann? Also nicht mehr. Ich glaube, dann haben wir voll lange gewartet und ich glaube, dann kam da irgendwie so ein Passant und ich glaube, den haben wir dann gefragt und der hat uns geholfen oder irgendwie so. Oder wir sind zu einer anderen Tankstelle, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das ein bisschen komisch. In Amerika ist alles ein bisschen anders. Man muss entweder mit Kreditkarte direkt an der Zapfsäule zahlen. Was wir ja machen wollten, aber es ging nicht. Das hat irgendwie nicht geklappt. Aber drin konnten wir mit Kreditkarte zahlen. Richtig, dann stand da Please Pay Inside, dann sind wir reingegangen, habe ich mit Kreditkarte gezahlt und man muss das quasi aufladen, also wie so ein Guthaben. Ja, dann sagt man, für wie viel Euro, Dollar man tanken will und dann wird das freigeschaltet an der Zapfsäule und dann kann man das tanken. Und wenn man das nicht verbraucht, kriegt man das Geld wieder. Ja. Naja, es hat ja alles geklappt. Ja, aber trotzdem ein bisschen crazy am Anfang. Und jetzt sind wir unterwegs, hast du schon gesagt, wo wir hinfahren oder was? Ganz kurz, glaube ich. Ja, wir fahren nach Las Vegas. Ja. Las Vegas, aber da bleiben wir gar nicht so lange, also bis übermorgen, genau. Also ein voller Tag. Genau, und dann geht es auch schon weiter in die nächste Stadt. Aber jetzt erstmal Las Vegas. Genau. Und das Wetter ist richtig Bombe heute. Also was heißt Bombe? Es ist zwar ja, im Vergleich zu gestern. Hier sind zwar ein paar dunkle Wolken, aber die Sonne scheint und es regnet nicht auf jeden Fall. Ja, und jetzt geht es erstmal nach Nevada. Und jetzt haben wir hier noch normale Straßen. Zivilisation, Bevölkerung, Bäumen, Leben, Häusern. Gleich ist es vorbei. Ja. Ab durch die Wüste. Ab durch die Hecke. Ich hoffe nur unser Tank reicht. Ich denke schon. Ich denke auch. Ansonsten müssen wir weinen. Ja. Dann müssen wir uns nackt ausziehen und an die Straße stellen, hoffen, dass uns jemand Gasolina spendet. Gasolina. Mein Arm wird langsam schwer, ich mach auf. Okay, tschüss. Also hier nochmal die Zivilisation. So ein richtiger Army-Truck. Und Helge ist übrigens auch vollgepackt. Hier ist unser Essen, da ist unsere Essenstüte. Da ist unser Essen. Wir haben gefühlt noch 20 Dosen Pepsi, 6 Dosen Cola. 37 Dosen Wasserflaschen. Wasser ist, glaube ich, da. Ja, da. Und da ist auch noch 2 Liter 7-Up, 2 Liter Eistee, 3 Rockstars. Verdursten werden wir auf jeden Fall nicht. Und
Wisst ihr, was ihr noch in die Kommentare schreiben könnt? Ob ihr bis jetzt alle Amerika-Vlogs gesehen habt von uns? Genau. Würde mich interessieren. So langsam lassen wir Los Angeles hinter uns. Und hier tun sich ganz schöne Berge auf. Ja, erinnerst du dich noch? Krass, das aussah. Und dann kamen irgendwann nur noch Häuser und Stadt und so. Ja. Das wird wohl dann jetzt der Point sein, wo wir sind. Und dann kommt wohl schon noch aus. Wüste. Millionen von Kilometern. Ich finde das so krass, ne? Ich finde das. Ich den Gedanken auch drin, sondern aber das ist auf der Welt so riesige Teile, wo einfach nichts ist. Also mehr okay, aber auf dem Land, so Wüste und so. Ich weiß aber nicht, ich finde das total krass. Verstehst du diesen Gedanken? Ja. Findest du es auch? Weißt du, überall so richtig krass bevölkert und so alles auf einem Haufen und dann nichts. Ja, da will halt keiner wohnen. Und nicht nur so ein Fleck nichts, sondern wirklich nichts. Ewig nichts. Völlig verrückt. Und vor allem Las Vegas ist einfach ein mini kleiner Fleckstadt eben nichts. Ja. Da ist nichts und dann kommt auf einmal so, boom. Okay, hallo, hier ist Las Vegas. Da ist unsere Autobahn, die wir nehmen müssen. Ist hier einfach ein Aldi. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da hinten ist das Schild. Wir gucken mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Willst du ein bisschen im Aldi? Meinst du, die haben da ganz andere Sachen oder so ähnlich oder gleich? Dann würde ich schon gern mal reingehen. Wir gucken mal, ob wir den hier irgendwo finden. Naja, schauen wir mal, wenn er da drauf steht. Aldi Süd. Wie findet man unser Auto? So, Helge redet mit uns. Gestern übrigens, als wir im Bett waren, hat so ein Auto irgendwie so gehupt und wir beide so, Helge? Helge ruft uns! Helge vermisst uns! Wir müssen zu Helge. Oh, Helgilein. Ja, wir sind doch schon da, Babylein. Weiter geht's mit Helgi Baby. So, dann checken wir mal die Aldi-Lage und gucken. Aber ich glaube, hier bei Aldi muss man eine Münze reinziehen. Tatsache, in allen anderen Einkaufswagen nicht. Bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das so same ist oder nicht. Herb. Guck mal, Motorrot. Guck mal, die Schokolade ist die gleiche. Hey, yo. Das ist ja lustig. Krass. Ja, aber hier könnten wir bestimmt ein bisschen billiger einkaufen, oder? So, bitte nicht wieder Laura verlieren. Komm. Bimster. Oh, gönnt euch mal bitte diese Riesenpizzen, wie groß die sind. Alter Lachs. So wie Losteria. Hier, 16 Zoll Pizza. Krasser Scheiß. Halleluja. Laura? 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 16 Zoll waren die Pizzen. Like a pro. Geil. So, ein letztes Mal ein bisschen Zivilisation. Ey, und wir fahren 110. Und ich schwöre, es kommt mir vor, wie nicht schneller als 70. Ja, das stimmt. Richtig merkwürdig. Irgendwie haben wir so ein komisches Gefühl, oder warum ist das so? In Amerika ist alles langsamer. Oder die Anzeige stimmt nicht und wir fahren wirklich 70. Nein. Die Autobahn wird schon leerer auch. Ja, voll. Ja. Und wir haben herausgefunden, es gibt einen Tempomat. Ja, das heißt, ich muss jetzt original gar nichts mehr machen, außer das Lenkrad festhalten. Ja. Aber da ist immer nur gerade ausgerüstet, quasi nicht mal das. Richtig. Lüll. Das kommt mir echt nicht schnell vor. Nee, mir auch nicht. Crazy shit. Vanessa hat gesagt, ich soll die Berge filmen. Vanessa hat gesagt, das sieht schön aus. Filme ich die Berge hier. Guck, Berge. Und da hinten scheint sogar ein bisschen die Sonne. Vanessa hat gesagt, das sieht schön aus. Ich find's schön, aber ich muss trotzdem. Las Vegas! 216 Meilen! Ja. Und wir sind in der Schweiz gerade. Ja. Sieht so aus. Gefühlt. We'll be right back.
sind in the desert. Im Dessert sind wir. Rein nach das Skizandcreme. Boah, das Wetter ist so Bombe. Ja, man kann es heute anziehen. Mit 18 Grad sind wir draußen. Ich hätte gedacht, es wäre wärmer in der Wüste. Ja. Boah, es fühlt sich an, als würde ich 30 Grad haben. Aber nein, wir fahren fast 120. Ja. Aber schön. Oh, ist dein Haus. Oh ja. Toll, jetzt sind weiß ich nicht. Eruption. Hier sind breit keine Steine. Zivilisation da. Ich habe schon so lange keine Menschen gesehen. Endlich sind da wieder Häuser. So lange ist es eigentlich noch gar nicht her. Aber Vanessa muss schon wieder pipi. Nein, ist nicht so schlimm. Wir haben auch keine Eile. Ein Rockstar. Wir haben keine Eile. Weil ich bin ein Rockstar und randaliere auf deiner Party. I feel just like a Rockstar. Willst du hier schon rausfahren? Ja. Gibt's überall. Toshi. Hier ist ein California Welcome Center. Hallo, willkommen. Nix. Oh, das kommt immer so kurz vor, dass man richtig krass pinkeln muss. Okay. Da hinten sind Jesse Pinkman und wie hieß der andere nochmal? Walter White. Walter White. Die kochen Crystal. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann in der Kamera. Wüste. Wüste. Diese Anmoderation. Vanessa hat gesagt, ich muss filmen. Hat sie gar nicht. Hat sie auch nicht. Hat die gehört. Aber bis jetzt ist hier noch relativ viel Zivilisation. Dein Territorium. Vielleicht fängt jetzt ein Abgas auf. Für später. Kann man ja noch mal.
Sag mir bitte mal. Ah, jetzt tu doch nicht. Du kennst jeder, auch alle Lieder nicht. Jera kennt doch Kiss from a Rose. Ja, jeder kennt auch Finesse von Bruno Mars. Und du nicht. Ja, nein. Seal Kiss from a Rose kennt jeder. Du bist eine richtige Laberbacke. Ach, halt mal. Okay. Wir haben es geschafft, fast. Da hinten ist das Vegas. Fast ein bisschen. Las Vegas. Ganz viele Schulbusse. Und jetzt muss ich auf den Navigation achten. Okay. Hallo, wer seid ihr? Hallo, ihr geht's jetzt hier. Hallo. Wir sind jetzt quasi da. Oh, da ist das Four Seasons vor uns. Da fahren wir quasi rein jetzt. Und das Wetter ist Bombe, 24 Mega. Grad. Und es ist jetzt 3.18 Uhr, also voll gut vom Zeit her. Ja. Wann sind wir losgefahren? Um 10? Ja. 10 kommt hin. 10, ja. Hier sieht man schon mal ein bisschen vom de Las Vegas her. Da ist wahrscheinlich so der Strip. Wo? Oh, yo, In and Out. Das Wichtigste haben wir schon mal gefunden. Fire! Da ist New York. Und dahinter ist auch irgendwo die Freiheitsstatue. Oh, ich würde so gern mit der Achterbahn fahren. Da kannst du ja machen. Aber die kostet bestimmt 37.000. Ich mach das nicht. Oh, das ist ja noch schlimmer, alleine zu fahren. Es tut mir leid, aber leider nein. Du machst und mich wir stehen hier im Stau und ich muss pipi. Ja, als hätten wir den Stau vermisst. Ja. Passt schon ein bisschen. Aber wir müssten gleich da sein. Also Navi sagt nur noch 3 Minuten oder so. Ja, in 3 Minuten sind wir nicht mal bei der Ampel. Richtig. 2 Minuten. Aber da ist die Straße, in der wir wohnen. Ja. Hallo! Boah, die Achterbahn sieht super geil aus. Aber die sieht nicht so in Betrieb aus. Ach. New York, steht da. New York, New York. So Leute, wir sind jetzt gerade angekommen in unserem Hotel. Das ist hier von draußen die Aussicht und wir sind... Oh, verdammt, ich hab's vergessen, wie es heißt. Das ist auf jeden Fall unser Zimmer. Es ist auf jeden Fall heller als unser anderes. In L.A. Wir haben 2 große Betten. Mega geil. Wie gesagt, so sieht's aus, wenn man rausguckt. Jetzt kommt da gerade ein Man hoch. Hier, so heißt unser Hotel. Howard Johnson. Und es ist direkt am Strip. Also ich habe euch das ja gerade gefilmt. Und wir sind einfach nur rechts abgebogen und da ist unser Hotel. Klo, Badewanne, Waschbecken, alles was man braucht. Wir zwei. Ja. Das ist gefährlich. Welches Bett willst du? Mir eigentlich egal. Ja, okay. Das ist unser Hotel, Motel. In Ordnung. Ja, mega. Hallo, und wir sind direkt... Guck mal, da startet ein Flugzeug. Oh, da. Oh ja, da. Wir sind direkt am Strip. Richtig gut. Hallo. Hallo. So, Leute, wir haben uns jetzt umgezogen, weil es ist sauwarm. Irgendwie 24, 23 Grad oder so. Und richtig sonnig, kaum Wolken am Himmel. Wie ihr sehen könnt. Und jetzt machen wir uns auf... Boah, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr laufen, ey. Ich bin richtig wackelig auf den Beinen. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Ja, auf den Weg. Wohin? Zum Las Vegas Sign. Und ich zeige euch das jetzt, dass wir... Ich zeige euch mal meine schönen neuen Schuhe, die ich anhabe. Oh, diese Schuhe habe ich mir rein zufällig auch gekauft. Bei Reebok. Sehr schön. Da gab es nämlich auch ein geiles Angebot. Eins kaufen und... das andere für $25 bekommen. Sprich, wir haben insgesamt beide umgerechnet 35 oder so. 35 für ein paar Reeboks bezahlt, die richtig geil sind. Ja, und jetzt zeige ich euch, dass es gar nicht weit zum Strip ist. Hier ist unser Pool. Ja, den kann ich euch auch mal kurz zeigen. Und hier ist unser Helge. Hey Baby! Na? Dich lassen wir jetzt stehen. Wir werden jetzt fußläufig alles erledigen. Jetzt hätte ich eigentlich meine andere Uhr umtun können, weil meine Fitbit lädt. Das ist unser Pool. Also der Pool ist auf jeden Fall schöner als der andere. Ja, Fun Fact, ich habe keine Bikinis oder sowas dabei. Aber so warm ist es auch nicht. Upsi Daisy. Boah, finde ich gerade schon, ey. Ja, ich würde jetzt im Pool gehen. Nee. Doch. Hi. Ja, wo geht's denn zum Sign? Rechts oder links? Links und dann wieder links. Ah, okay. Ich sehe das Empire State Building. Ja. Also passt auf. Wie gesagt, hier ist unser Hotel. Habt ihr jetzt gerade mitgekriegt. Und da, wo das Empire State Building gerät ist, überfahr mich nicht, ist der Las Vegas Strip. Ah. What is happening?
Ich zeige euch das gleich, wenn wir da vorne an der Straße sind. Also, gebt mir eine Sekunde. Also, das ist unser Hotel, das Howard Johnson. Und wenn ich euch jetzt rumswipe, ist dort der Las Vegas Strip. Boah, diese Sonne, ist das geil, Leute. Ich drehe durch. Genau, und da laufen wir jetzt aber nicht hin, weil wir da keinen Bock drauf haben. Nein, Spaß. Weil wir jetzt als erstes zu... Ja, genau. Weil wir jetzt als erstes zu dem Las Vegas Sign gehen und da das ein bisschen angucken, Fotos machen und so. Und morgen haben wir noch den ganzen Tag hier. Guck mal, die Achterbahn fährt. Oh ja. Da können... Oh, geil. Da können wir das dann in Ruhe erkunden. Weil jetzt ist... Wie viel Uhr ist es jetzt? Um 5? Ja. Deswegen haben wir jetzt hier nicht... Du bist doch der Routenexperte. Ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Nee, das ist nicht das Schlimmste. Na. Chaos! 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 Hallo. Hallo! 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 Da ist New York! Und da ist die Jonessa! Und da ist die Sonne! Was sagst du zu dem Wetter? Wie findest du es? Nee, zu warm, weil ich absolute dicke Strumpfhose hatte. Eigentlich nur wegen der Strumpfhose. Dann zieh sie aus. So eine Therme, nee, ich habe keine Rasierten Beine. Macht nichts. Doch. Leute, gönnt euch das mal. Du hast Fotos gemacht. Guckt mal, wie geil das aussieht. Als wäre das so eine eigene, komplette Stadt. Richtig kaputt mit der Sonne. I die. Krasser Scheiß. Krass, krass, krass. Laufen wir jetzt da rein? Ja, ich muss für die Straße. Ach, verdammt, das heißt. Na gut. Gönnt euch mal die Karre, Alter. Da ist Dylan O'Brien drin, ich spür das. Dylan! Komm! Komm her! Keine Ahnung, ob man was sieht, aber hallo. Luxor. Hallo, Strip. Mega geil. Flieg, kleines Flieg. Noch eins. Ist da Ding. Wum, wum, wum. Bye bye. Tschüss. So, wir haben es gefunden. Hier ist das Welcome to Las Vegas sein. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind am Las Vegas Sign. Geil, oder? Geile Aussicht. So, Leute, wir sind jetzt essen. Und zwar im Red Robin. Ich war da noch nie vorher. Laura war schon. Sieht aber richtig cool hier aus. Zeig ich das mal. Ich zeig euch Laura, wie cool es hier aussieht. Laura sieht cool aus. Okay, also Getränke haben wir schon mal. Ich habe einen Granatapfel-Eistee. Mega geil. Bisschen sehr süß, aber schmeckt ganz geil. Dann bestellen wir, teilen uns einmal, weil ich mich nicht entscheiden kann, einmal den Royal Red Robin Burger und einmal den Bruschetta Chicken Burger. Einmal mit normalen Pommes und einmal mit Knoblauchpommes. Geil? Geil. Geil. Hauptsache, hier ist einfach dieses iPad und da kann man einfach, so Spiele spielen. Wofür ist das? Damit man sich nicht unterhalten muss? Ich glaube, dann spiele ich jetzt. Mega, ich guck schon mal nach Dessert, man kennt es. Chocolate Froffles. Mountain High Mud Pie. Boah, geil, Alter. Gooey Chocolate Brownie Cake. Double Berry Cheesecake. Oh, geil, nochmal 3000. Cinnamon, oh, Laura. Cinnamon Sugar Dough Rings, guck mal. Nein, sieht geil aus, das ist mit Cinnamon. Warum hast du eingeflochtene Haarsträhne? Na gut, läuft bei dir. Als hätten wir nicht genug Cola in unserem Auto, kommen wir jetzt Bottomless Cola. Du, ich hab Eistee. Frage ich mich auch, warum du einfach eine Cola bestellst, du langweiliger Mensch. Es gibt aber auch andere Sachen außer Cola und Eistee. Doch. Ich trinke aber gerne. Oh, das sieht geil aus. Aber jetzt weiß ich, warum man Bottomless Pommes hat, weil das kaum welche sind.
Also übrigens hat man hier komplett Getränke-Flat und Pommes-Flat. Mega geil. Also wir haben einmal den Bruschetta-Burger, den teilen wir uns, und einmal den irgendwas Red Robin. Oh ja. Komm, ich mach schnell ein Foto von meiner Uhr, nicht, dass es kalt. Da hinten ist Las Vegas. Man kann das in der Kamera, glaube ich, wirklich nicht so gut erkennen. Das sieht voll schön aus. Ja. Das ist die Skyline von Las Vegas. Ja. Ich glaube, in der Kamera kann man wirklich nichts erkennen. Las Vegas. Stop with flashing. Sieht richtig cool aus. Ja, Mann. Das ist einfach so ein Rad. Ist das das Riesenrad? Riesenrad, ja. Ist das das? Ja. Ja, nicht schlecht, Vanessa. Nicht schlecht. Gekonnt. Ein richtiger Pro. Über drei Spuren links rüber. Könnte auch Busfahrer werden. Oder Pilot. Alles dasselbe. Oder U-Bahn-Fahrer. Krass, wie zentral unser fucking Hotel Hammer, ist. Hammer, ne? Hab ich auch gar nicht gedacht. Alter, geil. Ihm ist geflasht von allem. Fahr mal ganz links. Nein. Das ist ja Schwachsinn. Ich muss doch rechts zu unserem Hotel. Hä? Unser Hotel ist doch da links. Ja. Ja. Warum soll ich denn dann ganz links auf die Spur? Ja, für, ach so, ich dachte, wir hätten hier reinfahren können. Merkst du? Aber jetzt musst du trotzdem links. Was redest du? Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt kurz verwechselst du rechts mit links. Nein. Doch. Aber ich habe irgendwie anders gedacht. Ja, falsch. Ja. Hab ich auch. Über Parkplätze in unserem Hotel. Ja, so, ist richtig so. Entschuldigung. Hallo, weg da. So kann man. Boah, wie schön das aussieht im Dunkeln. Was genau? Ja, alles hier. Da kommt Platz. Kacke, jetzt ist da aber so ein Huckel. Aber das ist nicht unser Hotel hier. Jetzt schon. Scheiße. Jetzt müssen wir irgendwie rüber. Du hast die GEMA vergessen. Ich komme. Ah, oh, Gott sei Dank. Legge. Kein Ding für einen King. Willst du noch im Pool? Ja, klar. Okay. Hüpf rein. Steig aus. Ich hol dich gleich ab. Nein. Ciao. Tschüss, Helge. Oh, bis dann. Guck mal, was wir einfach von unserem Hotel aus sehen können. Das ist diese... Hotel so zentral. Oh, das war gesund. Ja, Mann, das ist Luxor Hotel und da ist so eine Sports, E-Sports Arena. Die macht einfach so einen Ultra-Strich in den Himmel. So, Ladies and Gentlemen, ach warte, ich wollte gucken. Ja, wir haben Föhn. Okay. Ich morgens für die Haare. War schon random. Sorry. Ich kann es weiterreden. Danke. So, ich werde jetzt den Vlog beenden. Ich werde ihn jetzt noch schneiden. So wie jeden Abend. Und dann sehen wir uns morgen zu einem kompletten Tag in Las Vegas. Ich freue mich voll. Ich freue mich auch. Bis morgen. Bye.